Ja, sanfte Grüße aus dem Süden Deutschlands, liebe Zuschauer. Wir wollen uns hier beim JFD Live Trading den US-Markt anschauen, der sich hier ein Stück weit erholt zeigt nach den jüngsten Verlusten. Und hierbei speziell natürlich der S&P 500, der hier jetzt Aufmerksamkeit genießen soll. Zuletzt sehen Sie an den Tendenzfall Len, hatten wir hier eine abwärts gerichtete Tendenz durchaus erwartet, die sich auch anhand dieser Trendlinie hier sehr schön widerspiegeln ließ. Dann gab es aber hier sozusagen noch ein Gegenmanöver der Bullen. Dieses stoppte aber abermals hier an diesem Widerstandsbereich um 1950 Punkte. Das ist auch ein Level, was übrigens, wenn es denn überhaupt dazu kommen sollte, den Index hier beschäftigen dürfte. Also hier liegt definitiv kurzfristig der Widerstand, der hier alles entscheiden könnte, wenn der Index überhaupt bis dorthin kommt. Inzwischen geschaltet haben wir auch noch die ein oder andere Hürde zu knacken. Und wenn wir uns hier im Stundenchart mal bis zu Anfang des Monats zurückbewegen, haben wir exakt am aktuellen Preisbereich, Wohlbereich, das ist eine Zone, ein Bereich, nicht ein einzelner Punkt, aber hier ein sehr schönes Level, was einst als Unterstützung diente, beziehungsweise auch vielmehr hier zuletzt erst am 25. wieder diente, um dann jetzt letztlich doch gebrochen zu werden. Und Sie wissen, die Thematik der Märkte, dass aus einer Unterstützung ein Widerstand wird und umgekehrt. Und genau dieses Niveau haben wir jetzt erreicht. Also das Level hier um 1914, 1913 Punkte. Das ist ein Level, was als Widerstandszone definitiv deklariert werden kann. Und wir sehen aktuell, der S&P befindet sich hier in der 24-Stunden-Indikation schon wieder im Rückzugsmodus. Zudem haben wir 1870, ganz entscheidendes Level aus Big Picture-Gesichtspunkten, unlängst erreicht. Hier gab es einen kleinen Doppelboden, jetzt die Erholung und nun ja, der Index steht jetzt hier an einer gefährlichen Stelle. Und wenn wir jetzt hier mal Fibonacci auflegen, in der Indikation einfach nur, um die Bewegungsimpulse mal ein Stück weit zu erhaschen, dann wird deutlich, dass wir hier das 50er Retracement nahezu punktuell erreicht haben. Und wer jetzt hier spekulativ angehaucht ist, der könnte durchaus auf aktuellem Niveau ein Short-Engagement erwägen, um im Sinne des 50er Retracement Levels, um im Sinne dieses Widerstandsbereichs, den wir aktuell hier attackiert haben, auf einen Short-Impuls zu setzen, der auch durchaus relativ zügig Fahrt aufnehmen könnte. Also S&P 500 am Widerstand und hier bereits schon in der Möglichkeit, direkt zurückzufallen. Das könnte es für heute gewesen sein. Machen wir natürlich einen Anlauf nochmal in Richtung 1913, 1914. Dann kann es auch zum Spike drüber kommen. Der Markt sollte nur nicht signifikant über das Level hier 1925 ansteigen. Das wäre eher kontraproduktiv unter kurzfristigen Gesichtspunkten. Aber wir haben im Sinne der aktuell laufenden Erholung, fügen wir auch mal hier das Puzzle zusammen und ziehen hier wilde Trendlinien in Anführungszeichen. Eine Art kleinen Keil. So, da ist der Kreativität hier sicherlich Tür und Tor geöffnet, aber die Möglichkeit, einen Keil hier im Chart zu identifizieren, ist gegeben. So. Und haben wir hier praktisch diese sich zuspitzende Situation, obgleich, und das muss man immer sehen, schauen Sie unten auf die Zeitachse, das ist hier praktisch Overnight, also hier die Indikationssession, und die trügt natürlich ein Stück weit. Ja. Auch hier natürlich der RSI-Oszillator zeigt hier sich sozusagen unterhalb des überkauften Bereichs schon leicht schwächer, muss jetzt aber nicht heißen, dass der Markt nach unten dreht. Wenn die Bullen jetzt hier deutlich über 1914 rausziehen können, dann haben wir hier sicherlich noch Reaktionspotenzial, aber hier oben wird die Luft eben dünner bei rund 1925. Spekulativ, aber wie gesagt, hier ein Short interessant, um nochmal auf den Rücklauf zu spekulieren. Jetzt letzter Handelstag im Monat, morgen 1. Oktober, da muss man mal schauen, was passiert. Sie wissen, die Saisonalität ist grundsätzlich jetzt nicht so erfreulich, die ersten Oktobertage. Deswegen auch hier das aktuelle bärische Setup, was ich hier dem S&P 500 einfach mal unterstellen möchte. Auch hier ein älterer Chart, da sieht es auf Tagesbasis schon ein Stück weit interessanter aus, wenn wir uns jetzt mal hier die Kerzenabfolge anschauen. Nach der gestrigen Doji-Kerze und dem vorangegangenen starken Ausverkauf sehen wir hier jetzt eine Erholungsbewegung. Und die kann man hier aber auch schon mal, wenn wir vom Hochpunkt hier Mitte September ausgehen,
hier hochpunkttechnisch mit einer Trendlinie versehen. Übrigens die gleiche werde ich jetzt mal hier in den Chart noch einbauen. Weil diese Trendlinie hatten wir ja hier unlängst auch schon bestätigt. Die ist jetzt passé. Deswegen nehmen wir sie mal, gehen ja an das Hoch vom 17.9. ran. Skizzieren hier diese Trendlinie. Zeigt sich hier auch nochmal, wenn es denn wirklich ein Stück weit höher geht. Ganz kurz nochmal im Stundenchart, finaler Abschluss. Dass hier die Hürde lauert. Ja, also Spikes machen wir ein Stück höher. Wenn die Bullen es hier wirklich wissen wollen, dann könnte es so aussehen, aber hier wird die Luft dünner und dann könnte es morgen gen Süden gehen. Vergessen Sie nicht, am Freitag, 2.10., da haben wir die Non-Farm-Payrolls. Morgen muss man mal sehen, ob da überhaupt Fahrt aufkommt in dem Markt, aber hier scheint sich eine baldige Short-Chance anzubieten. Also die Abwärtstrendlinie ist sowohl im Stundenchart als auch hier im Tageschart schön wahrnehmbar. Und ja, wenn wir uns weiter nach oben arbeiten, dann wird es eben hier im Bereich um 1925 dann spannend. Hier wäre sozusagen der Deckel drauf und hier könnte der Markt dann wieder auch auf Tagesbasis umkehren. Der S&P 500 hier in einer korrektiven Erholungsbewegung, wer weiß, ob die Kerze heute so bleibt, entsinnen Sie sich hier an die Kerze vom 25.09. Ähnlich himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt, letztlich hier mit dem Abverkauf zum Handelsschluss. Wenn es heute eine ähnliche Kerze gibt, dann wäre das sicherlich ein sehr, sehr negatives Bild, aber die Bullen müssen ja irgendwann auch mal ein Gegenmanöver starten. Die große Gretchenfrage, die sich hier beim Index unverändert stellt, ist, ob es hier jetzt im Laufe des Oktobers dann eine Erholungsbewegung gibt, Schrägstrich die Korrekturbewegung, die wir hier letztlich mit diesem Top hier oben über die Sommermonate hinweg gesehen haben, dann schon endet. Soll das hier schon der Ausverkauf gewesen sein im August? Großes Fragezeichen. De facto beim DAX hier schon eine spannende Situation, auch im Sinne dessen, dass wir hier mit den Tiefs der letzten Zeit kämpften, haben wir jetzt hier die Situation, wenn der Markt hier nach unten wegdreht und neue Verlaufstiefen macht, dann muss man dann sehr stark davon ausgehen, dass der Markt hier längst nicht fertig ist. Und das war ja auch hier im Sinne dieser bärischen Flagge schon lokalisiert worden. Hier ein Ausbruch nach unten war präferiert in der jüngsten Zeit. Dazu kam es. Jetzt sehen wir hier im Prinzip nur technische Gegenreaktion. Also bleibt das Bild hier generell weiter bärisch ausgerichtet und ein Rückfall auf neue Mehrmonatstiefs scheint mir hier unverändert gegeben. Geben Sie Obacht, der Markt wird uns die Signale senden. Wenn es natürlich hier nach oben rausgeht über 1925, dann hat man sicherlich die Situation, das Bild neu bewerten zu müssen. Dann kann es auch nochmal Richtung Jahr 1950, 1990 gehen, aber das bewerten wir zeitnah, wenn es soweit ist. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir werden jetzt schon durch mit der Sendung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend, wenn er kommt. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.